Lukas-Stiftung in Altenburg. Ich möchte alle Patienten und Mitarbeiter herzlich willkommen heißen, aber auch alle Sie, die Sie auf den Bildschirmen auf YouTube oder auf Altenburg TV das Konzert verfolgen. Schön, dass Sie das Konzert miterleben. Mein Name ist Thomas Ahelger, ich bin hier als Klinikseelsorger tätig. Und ganz besonders möchte ich natürlich Clemens Bittlinger und seine Band willkommen heißen. Clemens Bittlinger ist Pfarrer, Buchautor und Musiker, Liedermacher. Er hat bereits über 3700 Konzerte gegeben und 36 CDs veröffentlicht. Begleitet wird er von David Kandert an den Schlaginstrumenten und von David Plüss am Keyboard. Und wir hören heute das Konzert mit dem Titel Bleibe in Verbindung. Clemens Bittlinger nimmt uns mit auf eine Reise, um die glücklichen Momente des Alltags wahrzunehmen, aber auch um Schätze in fremden Kulturen zu entdecken. Darauf freuen wir uns und deshalb heiße ich Clemens Bittlinger und seine Band jetzt herzlich willkommen. Dankeschön. Das Vertraute, seh im Dunkeln schon das Licht, in Ruinen einst erbautes, schaue hin, verschließ dich nicht, hör im Fremden das Gewohnte, hör wie schön die Sprache klingt, überall wo Menschen wohnen. Manchen, der auch singt. Spür im Kalten auch das Warme, glaube, dass die Liebe siegt. Öffne, öffne weit die Arme, spüre, wie die Seele fließt. Hör im Fremden das Gewohnte, hör, wie schön die Sprache klingt. Überall, wo Menschen wohnen, gibt es manchen, der auch singt. Seh dich selbst in fremder Haus. Alle Menschen sind Verwandte, sind aus Sternenstaub gebaut. Hör im Fremden das Gewohnte, hör wie schön die Sprache klingt. Überall wo Menschen wohnen, gibt es manchen, der auch singt. Das Gewohnte, hör, wie schön die Sprache klingt. Überall, wo Menschen wohnen, gibt es manchen, der auch singt. Is there someone who will sing? Veux-tu chanter avec moi? Seiner welke, die auch singen. Es gibt manchen, der auch singt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Studiokonzert hier in der Klinik in Altenburg. Wir sind hier in einem relativ großen Raum mit ganz wenig Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, aber wir gestalten ein Konzert zum 166. Jubiläum
dieser wunderbaren Klinik. In diesen Tagen, in diesen seltsamen Tagen, ist ein neues Lied entstanden, das wir bisher ein einziges Mal live gespielt haben, bei einem Drive-In-Autokino-Gottesdienst und heute die zweite Premiere nach der Generalprobe. Das Lied zur Krise, es heißt Seltsam. Seltsam einsam waren in diesen Tagen viele, die schon lange einsam waren. Doch im Zuge dieser Virusplage bot uns allen plötzlich sonnenklar. Wir sind aufeinander angewiesen, spüren, wie es ist, allein zu sein. Lernen wir vielleicht aus dieser Krise, niemand lebt für sich nur ganz allein. Seltsam grausam schienen uns die Zahlen, hinter denen sich so viel verbirgt. Und Experten zeigten, deuten, malten uns ein wahrhaft dunkles Zyklusbild. Seltsam fügsam halten sich die meisten an die Regeln, die man uns diktiert. Nur gemeinsam können wir es leisten, dass die Lage hier bei uns nicht eskaliert. Wir sind aufeinander angewiesen, spüren, wie es ist, allein zu sein. Lernen wir vielleicht aus dieser Krise, niemand lebt für sich nur ganz allein. Seltsam heilsam lag in diesen Tagen eine Ruhe über dem gestressten Land. Unser Hetzen, unser Sorgenjagen pendelt aus und hält der Wille stand. Seltsam langsam kehren wir dann leise zurück zum Leben aus der Zeit davor. Kommen heim von einer langen Reise, war noch immer nur am selben Ort. Und dann hören, singen wir die Lieder, die in dieser Zeit entstanden sind, und erinnern uns so immer wieder, Mensch, wir waren ziemlich taub und blind. Wir sind aufeinander angewiesen, spüren, es ist, allein zu sein. Lernen wir vielleicht aus dieser Krise, niemand lebt für sich nur ganz allein. Seltsam, 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 seltsam. Seltsame Zeiten. Bleibe in Verbindung heißt das Konzertprogramm. Bleibe in Verbindung heißt auch die aktuelle CD, das aktuelle Soloalbum. Und es gibt zu jedem der Lieder so viel zu sagen, dass ich gleich noch ein 200 Seiten starkes Buch dazu geschrieben habe. Da wir hier in einer Klinik sind, ein Text zum Thema Achtsamkeit. Neulich lag ich bei meinem Hausarzt auf der Behandlungsliege und er machte eine Ultraschalluntersuchung. Er überprüfte alles, die Lymphknoten, die Halsschlagadern, die Nieren, die Milz, die Leber, den Bauchraum und das Herz. Ab und zu schaltete er den Ton laut und ich konnte das Pumpen und Rauschen in der Halsschlagader und das Schlagen meines Herzens hören. Kraftvoll und beeindruckend hörte sich das an. Da pumpt dein Herz und arbeiten deine Organe seit vielen Jahren wie ein Kraftwerk vor sich hin, und du schenkst diesem Wunder deines Körpers so wenig Beachtung. Und als die Angst davor verflog, der Arzt könnte einen Krankheitsherd entdecken, spürte ich auf einmal ein tiefes Vertrauen in meinen Körper.
und wie mich eine große Dankbarkeit durchflutete. Ich lebe oft so gedankenlos vor mich hin und sehe und spüre oft gar nicht die Wunder, die mich umgeben und durch das Leben begleiten und tragen. Ein überzeugter Atheist wandert durch die Schweizer Berge. Plötzlich strauchelt er und stürzt in eine Schlucht. In letzter Sekunde kriegt er noch ein kleines Ästchen zu fassen und baumelt nun über der Schlucht. In seiner Not ruft er: Lieber Gott, hilf mir! Und das Wunder geschieht. Gott antwortet und fragt: Warum soll ich dir helfen? Du glaubst doch gar nicht an mich. Doch, 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 wenn du mir jetzt hilfst, dann will ich auf dich vertrauen und an dich glauben. Sagt Gott: Du willst mir vertrauen? Dann lass los. Das kleine Mädchen balanciert gewagt auf einer Mauer. Der Mann sieht hoch, ihn überfällt ein ängstlich kalter Schauer. Hey Papa, schau, ich springe gleich, fang mich doch bitte auf. Dass er das wirklich schaffen kann, Mensch, sie vertraut darauf. Was für ein Vertrauen sie ihm entgegenbringt. Die kleine junge Dame, die nun einfach springt. Was für ein Vertrauen, wenn du dich fallen lässt und dich mit Leib und Seele auf andere verlässt. Was für ein Vertrauen, wenn du dich fallen lässt und dich mit Leib und Seele auf andere verlässt. Das Flugzeug wurde gut gebaut und sicher stets gewartet. Ich steige ein, verlass mich drauf, dass es bald pünktlich startet. Die Zeit an Bord vergeht im Flug, Ängste hab ich nicht, dass dies Gefährt dem Innendruck nicht standhält und zerbricht. Was für ein Vertrauen ich hier entgegenbring. Den Flugzeugkonstrukteuren, sie bauten dieses Ding. Was für ein Vertrauen, fallen lässt und dich mit Leib und Seele auf andere verlässt. Was für ein Vertrauen, wenn du dich fallen lässt und dich mit Leib und Seele auf andere verlässt. Der Jünger Petrus im Orkan sieht durch den Sturm verschwommen die Silhouette eines Manns allmählich zum Boot kommen. Bist du das, Jesus, ruft er laut, dann will ich es auch wagen. Und wie du übers Wasser gehst, es wird mich sicher tragen. Was für ein Vertrauen entstand in jener Zeit, in dieser kleinen Gruppe der ersten Christen. Was für ein Vertrauen, wenn du dich fallen lässt und dich mit Leib und Seele auf andere verlässt. Was für ein Vertrauen, wenn du dich fallen lässt und dich mit Leib und Seele auf andere verlässt. Stell dir vor, den schlimmsten Fall, passieren kann das jedem. Ein Unfall und ein Riesenknall und du kannst nicht mehr reden. Hast du dir jemals überlegt, wer für dich sprechen soll? Wenn du es einmal nicht mehr kannst, sag, wem vertraust du voll? Was für ein Vertrauen braucht es in solcher Zeit? Vertrauen, wenn du dich fallen lässt und dich mit Leib und Seele
auf andere verlässt. Was für ein Vertrauen, wenn du dich fallen lässt und dich mit Leib und Seele auf andere verlässt. Hast du dir jemals überlegt, wer für dich sprechen soll? Wenn du es einmal nicht mehr kannst, sag, wem vertraust du voll? Es gibt Zeiten, da brauchen wir Menschen, die wie Felsen in der Brandung stehen. Es gibt Menschen, die wie Felsen in der Brandung stehen. Und die nicht so schnell im Sturm der Zeiten untergehen. Die dann da sind, wenn das Wasser dir zum Halse steht und ein scharfer, kalter Wind dir entgegenweht. Es gibt Menschen, die dich nehmen, wie du nun mal bist. Die dich nicht nur dann ertragen, wenn schönes Wetter ist. Die sofort erkennen, wenn bei dir mal Regen fällt und das Leben dir mal wieder böse Fallen stellt. Es gibt Menschen, na 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 na. Es gibt Menschen, die tun einfach Gutes. Es gibt Menschen, die versprühen so viel Energie. Ich bin immer ganz geblendet, wenn ich sowas sehe. Ihre Augen, wie sie strahlen und sie machen. Es gibt Menschen, die tun anderen Menschen einfach gut. Es gibt Menschen, na 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 na. Es gibt Menschen, die tun einfach gut. Es gibt Menschen, ja, die haben dich in ihrem Blick und sie denken, Leben auch für dich ein kleines Stück. Sie sehen und sie fühlen, wenn du Hilfe brauchst. Du spürst ihre starke Hand, bevor du ganz abtauchst. Es gibt Menschen. Es gibt Menschen, die tun einfach gut und jeder und jede von uns hat in seinem oder ihrem Umfeld mindestens ein oder zwei Menschen, die ihm oder ihr gut tun. Das hoffe ich zumindest. Oft sind das Menschen, die sogar selbstverständlich zu unserem Leben dazugehören und erst wenn sie einmal wegfallen, merken wir, was wir eigentlich haben oder hatten. Zwei Menschen, die mir gut tun, die möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. An der Perkussion und Gesang David Kandat. Aus der Schweiz am Keyboard David Plüss. Und wenn man Musiker vorstellt, dann freuen sie sich, aber am liebsten machen sie das selber und zwar mit Musik. Thank you.
David Kandert, Perkussion, David Plus am Keyboard. Wir haben ein neues Instrument dabei, seit etwa einem Jahr, anderthalb Jahren im Gepäck. Man hört es manchmal in Fußgängerzonen, es klingt ein wenig mystisch, orientalisch. Das Urinstrument heißt Hang und wurde entwickelt von Schweizern aus dem Bernerland. Es gab dann in den 2000er Jahren einen unglaublichen Hype um dieses Instrument. Und da die Schweizer sehr eigenwillige Menschen sind, haben die Produktion 2013 eingestellt von diesem wunderbaren Instrument. Aber es gibt Nachbauten und die heißen Handpan. Und jede dieser Handpans ist gestimmt in einer bestimmten Tonart. Unsere Handpan ist gestimmt im D-Moll-Akkord. Der D-Moll-Dreiklang ist eigentlich ein trauriger Dreiklang. Die Tonart wird verwendet in der Klassik für Requien, für Todesmessen. Ein eher düsterer Ton. Manchmal taucht er auch noch in der Osterliturgie auf als Auferstehungsmelodie, aber dann nur in seiner aufsteigenden Form verheißen die drei Töne des D-Moll-Dreiklanges Hoffnungsvolles. In seiner absteigenden Version verheißen die drei Töne des D-Moll-Dreiklanges Düsteres und Unheil. Und die drei Töne des absteigenden D-Moll-Dreiklanges heißen A, F, D. Bitte schön. Könnte ich sein, der da leidet? Könnte ich sein, den man schlägt? Könnte ich sein, den man meidet? Und den man in Ketten legt? Könnte ich sein, dort in Syrien? Könnte ich sein, der da flieht? Könnte ich sein und das spüren? Was man oft im Fernsehen sieht. Könnte ich sein, ich ein Hindu? Könnte ich sein, wär ich dort? Könnte ich sein, was wir sind, du? Bestimmt auch unser Herkunftsort. Könnte ich sein, dort am Boden? Könnte ich sein, wär ich black? Könnte ich sein und verbluten? Könnte ich sein dort im Dreck? Diese neue Versversion ist George Floyd gewidmet, den amerikanische Polizeigewalt ermordet hat. Ein klares Zeichen gegen Rassismus. Auch in unserem Land. Es fällt leicht, sich von hier aus mit der schwarzen Bewegung in den USA zu verbünden. Aber Rassismus findet auch hier bei uns statt. Und dagegen anzugehen, in unserem Land, ist genauso wichtig. Könnte ich sein, doch du schaust weg. Könnte ich sein, der dich braucht. Könnte ich sein, der im Blindfleck deines Blickes still abtaucht? Könnte ich sein, sagte einer, könnte ich sein, den du pflegst? Könnte ich sein, hör das Weinen, denn ich sitze dir im Weg. Könnte ich sein, könnte ich sein. Könnte ich sein, könnte ich sein, könnte ich sein.
Könnte ich sein, sagte einer. Könnte ich sein, den du pflegst. Könnte ich sein, hör das Weinen, denn ich sitze dir im Weg. Aus dieser Motivation heraus ist diese Klinik entstanden, vor 166 Jahren. Aus der Perspektive des barmherzigen Samariters, sich um die zu kümmern, die unsere Hilfe brauchen. Das buddhistische Standesamt, das statistische Bundesamt will herausgefunden haben, dass wir Deutschen schlecht schlafen. Ich weiß nicht, schlafen Sie gut? Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die schlecht schlafen. Von mir könnte man sagen, wer morgens mit einem zerknitterten Gesicht aufwacht, hat den Tag über genug Entfaltungsmöglichkeiten. Aber wenn ich dann mal schlafe, dann träume ich. Nicht immer Schönes, nicht immer Realistisches. Zum Beispiel das hier. Ich habe letzte Nacht geträumt. Geträumt. Ich hätte gründlich aufgeräumt. Geträumt. Im Keller hat sich angesammelt, was viele Jahre schon vergammelt. In Kisten und in großen Säcken gibt es manches zu entdecken, was nirgendwo zu finden war. Das wurde hier sehr gut verwahrt. Ich habe letzte Nacht geträumt. Geträumt. Ich hätte gründlich aufgeräumt. Geräumt. Auf meinem Schreibtisch stürmen sich Notizen, Briefe alt und frisch. Die Fächer sind längst übervoll. Die zu sortieren wäre toll. Vielleicht habe ich die ganze Nacht mal Ordnung in den Wust gebracht. Ich habe letzte Nacht geträumt. Ich hätte gründlich aufgeräumt. Der Speicher ist sehr gut gefüllt. Man könnte auch sagen, zugemüllt. Wie gut wäre es für diesen Raum, mein Traum bliebe nicht nur ein Traum. Den Speicher füllt von Anfang an, was man vielleicht noch brauchen kann. Das ist ja das Problem. Da sammeln sich Sachen an auf dem Speicher, da möchten Sie nicht, dass das irgendjemand mitbekommt. Und wenn man sich dann mal entschließt, aufzuräumen, vielleicht gemeinsam mit der werten Gattin, und fängt an und plötzlich hält die eine oder der andere einen Trumm hoch und sagt, weißt du noch damals? Und schon ist wieder alles vorbei. Ich habe letzte Nacht geträumt. Ich hätte gründlich aufgeräumt, hätte aufgeräumt. In meinem Kopf das Karussell dua, dua. Dreht sich doch oftmals viel zu schnell dua, dua. So manches, was mir Sorgen macht, hätte sich erledigt über Nacht. Und jede Rechnung wär bezahlt. Hab ich im Traum ja ausgemalt. Ich habe letzte Nacht geträumt. Habe geträumt. Ich hätte gründlich aufgeräumt. Hätte aufgeräumt. Doch dann bin ich vom Schlaf erwacht. Dua, dua. Und niemand hatte es vollbracht. Dua, dua. Im Keller war zu viel verstaut. Zu viel verstaut. Und auch der Speicher zugebaut. War zugebaut. Und doch hat mich seit dieser Nacht dua, mein Traum auf die Idee gebracht. Dua, dua. Wir schmeißen einfach viel mehr weg, 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 weg und reißen weg, leicht, leicht, leicht mit kaum weg, Gepäck. Weg. Und alles kommt jetzt auf den Müll, was uns am Leben hindern will. Ja! Noch eine kleine Lesekostprobe aus dem Buch Bleibe in Verbindung.
mit einem anschließenden Lied, das wir wieder zusammen mit der Hang spielen. Kleider machen Leute, sagt der Volksmund. Wie mag er wohl aussehen, dieser Volksmund? Ich meine jetzt den deutschen Volksmund. Ich stelle mir diesen Mund ziemlich groß vor, eine große Klappe eben, mit einer dicken Lippe, die er immer wieder mal riskiert, und einer großen, waschlappenähnlichen Zunge, die er anderen rausstreckt und anderen zeigt, dieser Volksmund. Sicherlich fehlt auch der eine oder andere Zahn, Mut zur Lücke, dem Zahn der Zeit geschuldet. Hat der Volksmund Mundgeruch? Natürlich. Er stinkt nach einer Mischung aus Abgasen, Alkohol, Zigaretten und Mundwasser und er plappert andauernd. Am Stammtisch, im Fernsehen, im Rundfunk, in der Klinik, im Internet, in den Zeitungen, beim Tratsch über den Zaun, der Volksmund ist präsent und er sagt eben auch, Kleider machen Leute. Was sollen das für Leute sein, die Kleider brauchen, um etwas zu sein? Und was sind das für Kleider, die die Macht haben, Leute zu machen? Mach nicht so ein Gesicht, sagt der Mann zu seiner Frau. Und sie sagt, wenn ich Gesichter machen könnte, hättest du schon längst ein neues. Kleider machen aber noch nicht mal ein Gesicht. Kleider machen gar nichts, sie liegen nur da und warten. Im besten Fall in einem Schaufenster, wo sie ausgestellt, angezogen und überzogen werden, einer Puppe, einer Schaufensterschönheit. Kleider machen nacktes Plastik zu attraktiven Schaufensterpuppen. Kleider machen Puppen, könnte man sagen, denn die Puppen machen ja sonst nichts. Sie stehen da und warten darauf, dass jemand sie rausholt, anzieht und ins Schaufenster stellt. Sie warten darauf, bestaunt zu werden für etwas, was sie nicht sind, was sie aber kleidet und verkleidet. Und auch die Kleider warten darauf, bestaunt zu werden, anprobiert zu werden, gekauft zu werden, angezogen zu werden, getragen zu werden, bekleckert zu werden, ausgezogen zu werden, gewaschen zu werden, umgezogen zu werden, ausrangiert zu werden, Altkleider zu werden. Wer will schon Altkleid werden und zum alten Eisen gehören? Wir sind doch jung und fit bis ins hohe Alter. Die heute 70-Jährigen sind die 50-Jährigen von damals, sagen die 70-Jährigen von heute und vermeiden den Blick in den Spiegel. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn Kleider Leute machen, machen dann die Altkleider aus jungen alte Leute und neue Kleider aus alten wieder junge? Wer gibt den Kleidern die Macht? Wissen ist Macht, aber Kleider wissen nichts. Und wir wissen es auch nicht, macht nichts. Kleider machen Leute. Kleider machen Leute, die kaum etwas verdienen, die in feuchten Hallen schuften wie die Bienen, die für Hungerlöhne Jeans und T-Shirts weben. Und an denen deshalb Schweiß und Tränen kleben. Kleider machen Leute, die wie einst die Sklaven pausenlos nur schuften und dann traumlos schlafen. Alle müssen helfen, denn zum Überleben muss die Großfamilie alles geben. Kleider machen Leute, die nichts weiter wissen, als dass zum Überleben sie weiter ackern müssen. Sie sind dieser Mühle als Kinder beigetreten, ohne Schreiben, Lesen, sind Analphabeten. Kleider machen Leute, so sagen wir, die Reichen, Wohlstandskonsumenten, doch wir stellen die Weichen. Wir können entscheiden, auf die Frage achten, wie steht es um jene, die die Kleider macht?
Kleider machen Leute, machen Leute. Kleider machen Leute. Kleider machen Leute. Masken verkleiden Leute. Ja, Kleider machen Leute bekommt ja in diesen Tagen eine ganz neue Bedeutung, wo wir alle wie Bankräuber durch die Gegend laufen und manchmal gar nicht erkennen, wen wir vor uns haben. Aber es ist ganz nett, dass hier und da auch die selbstgenähten Masken zu Accessoires werden. Und gerade für mich, jemand, der oft mit einem etwas grimmigen Gesicht durch die Gegend läuft, ist es hilfreich, eine Maske zu tragen, auf der ein Lächeln abgebildet ist. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, alle Not kommt aus dem Vergleich. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Es gibt Not, die braucht keinen Vergleich, die ist so dringend, dass wir gar keine andere Wahl haben, als aufzubrechen, um nicht umzukommen. Aber für uns in einem der reichsten Länder dieser Welt gilt sicherlich der Satz, manche Not kommt aus dem Vergleich. Schau, ein neues Fahrzeug steht dort vor dem Haus. Das alte sah doch wirklich noch ganz passabel aus. Die können sich das leisten, da braucht man ziemlich Geld. Wenn man sich das neueste Auto stets bestellt. Schau, die gehen auf Reisen schon zum dritten Mal. Erst Frankreich und Mallorca und jetzt noch Portugal. Wie die das wohl bezahlen, das kann doch gar nicht sein. Dass jemand so viel Urlaub hat, das ist schon fast gemein. Mann, Mann, manche Not kommt aus dem Vergleich. Allzu leicht vergesse ich im Grunde wenig reich. Hab Menschen, die mich mögen, und überm Kopf ein Dach. Doch spür ich beim Vergleichen, wie der Neid erwacht. Karriere, die hat's wirklich drauf. Und ich bleib zu Hause und räum die Wohnung auf. Koch Essen, wasch die Wäsche, moderne Sklaverei. Und sie stolziert im neuesten Outfit grad vorbei. Mann, Mann, manche Not kommt aus dem Vergleich. Allzu leicht vergesse ich, im Grunde bin ich reich. Hab Menschen, die mich mögen, und überm Kopf ein Dach. Doch spür ich beim Vergleichen, wie der Neid erwacht. Schau mal in den Spiegel, hör ich von irgendwo. Und frage dich mal ehrlich, hey, warum bist du so? Dich stets vergleichen und siehst nicht, was du hast. Hör auf, dir einzureden, dass du etwas verpasst.
gleich. Allzu leicht vergess ich, im Grunde bin ich reich. Hab Menschen, die mich mögen und überm Kopf ein Dach. Nur spür ich beim Vergleichen, wie der Neider war. Manche Not kommt aus dem Vergleich. Und das Problem ist, wir vergleichen uns immer mit den falschen Personen. Der amerikanische Psychologe Paul Watzlawick hat ein Buch geschrieben, das heißt Anleitung zum Unglücklichsein. Ein wunderbares Buch, hat sich auch bei uns wunderbar verkauft, obwohl wir Deutschen so ein Buch nicht brauchen. Wir sind per se nicht besonders glückliche Menschen. Und eine Hauptanleitung, die Paul Watzlawick in seinem Buch schreibt, heißt: Vergleiche dich immer mit den falschen Personen. Es gibt immer irgendjemand, dem es besser geht als dir, der das schönere Haus hat, der mehr Urlaub hat, der die intelligenteren Kinder hat. Und da muss man sich nur mal reinsteigern und rums ist die gute Laune dahin. Ich habe ein kleines Buch geschrieben, das heißt Habseligkeiten, eine Anleitung zum Glücklichsein. Ein kleiner Gegenentwurf zu Paul Watzlawick. In der ersten Hälfte des Buches geht es um die 8 Seligpreisungen Jesu. Jesus sagt 8-mal zutiefst, also selig, zutiefst glücklich sind die reinen Herzen sind, die Friedfertigen, die Sanftmütigen, aber auch zutiefst glücklich sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass nur der, der es schafft, auch das Leid und den Schmerz in ein hoffnungsvolles Leben zu integrieren, zutiefst glücklich genannt werden kann. Worte Jesu. In der zweiten Hälfte des Buches bringe ich 30 Praxisbeispiele, wo ich in meinem Alltag zutiefstes Glück erlebe oder erlebt habe. Und es geht eigentlich immer um Achtsamkeit. Es geht darum, dass ich feststelle, Moment, jetzt stimmt alles. Warum bist du nicht glücklich? Warum hast du trotzdem schlechte Laune? Ich kann mir vorstellen, dass das in dieser Klinik eins der Hauptthemen ist. Entweder ist es zu heiß, oder zu kalt, oder zu trocken, oder zu nass, kennt man ja. Aber selbst wenn alles stimmt, und das ist jetzt wirklich typisch deutsch und passt auch sehr gut zu diesem Konzert, selbst wenn alles stimmt, dann zieht's. Zum Beispiel hier im Moment in diesem Raum. Das Wort Habseligkeiten wurde 2004 zum schönsten deutschen Wort gekürt und ich habe gedacht, da kann man was draus machen. Ein Lied, ein Buch, eine CD. Daraus ist das Lied Habseligkeiten entstanden. Habseligkeiten in meinem Leben, das mache ich mir tagtäglich klar. Geglückte Zeiten, die wir erleben, machen das Leben wunderbar. Normalerweise singen wir ja ganz viel gemeinsam in unseren Konzerten. Das ist jetzt leider nicht möglich. Aber mitsummen kann man so leise hinter der Maske. Habseligkeiten in meinem Leben, das mache ich mir tagtäglich klar. Geglückte Zeiten, die wir erleben, machen das Leben wunderbar. Wusstet ihr eigentlich, warum die Bienen summen? Weil sie den Text vergessen haben. Das eine kleine Anmerkung. Bei diesem Lied greifen wir alle zu sonderbaren Instrumenten. Ich greife zu einer Ukulele. Die Ukulele ist ein vierseitiges Instrument und kommt aus Hawaii. Das heißt, die hier kommt aus China. Ja, David Kandert hat sich eine Bass-Ukulele umgehängt. Dass es sowas überhaupt gibt, ist der blanke Wahnsinn. Klein, aber rums. Und wer jetzt denkt, David Plüss hätte sich ein Akkordeon oder gar ein Schifferklavier umgehängt, vergisst, dass dieser Mann aus der Schweiz kommt. Und dort heißt dieses Instrument Handörgeli. Klingt aber trotzdem sehr schön. Habseligkeiten in meinem Leben, das mache ich mir tagtäglich klar. Geglückte Zeiten, die wir erleben, machen das Leben wunderbar. Habseligkeiten in meinem Leben, das mache ich mir tagtäglich klar. Geglückte Zeiten, die
Dinge dürften mit dir gehen. Nur drei Habseligkeiten, oft sind es Kleinigkeiten nur, die uns Erinnerung schenken, ein Brief, eine geerbte Uhr. Sie helfen uns bedenken. Habseligkeiten in meinem Leben, das mache ich mir tagtäglich klar. Geglückte Zeiten, die wir erleben, machen das Leben wunderbar. Als Opa Kurt verstorben war, da strömten die Verwandten zum ersten Mal seit vielen Jahren, die Onkels und die Tanten. Zum Erben eilten sie herbei, begannen gleich zu streiten, für wen das bisschen Kohle sei und die Habseligkeiten. Habseligkeiten in meinem Leben, das mache ich mir tagtäglich klar. Geglückte Zeiten, die wir erleben, machen das Leben wunderbar. Das letzte Hemd ist taschenlos und den Jordan überschreiten wir ohne Mittel, nackt und bloß und ohne die Habseligkeiten. Habseligkeiten in meinem Leben, das mache ich mir tagtäglich klar. Geglückte Zeiten, die wir erleben, machen das Leben wunderbar. Wir geben sehr gerne Konzerte im Osten Deutschlands. Neue Bundesländer soll man ja nicht mehr sagen. Neulich sagte mir jemand aus dem Osten, ihr aus den gebrauchten Bundesländern, er meinte damit den Westen, als kleiner Gegenausdruck zu den neuen Bundesländern, weil es sind ja keine neuen Bundesländer mehr, sondern es ist der Osten Deutschland, wie er schon immer war. Und das ist ganz wunderbar. Wenn wir Konzerte hier geben, dann musste ich mich am Anfang daran gewöhnen, dass wenn man etwas sagt, eine Frage in den Raum stellt, das Publikum antwortet. Also zum Beispiel bei dem Lied Habseligkeiten stelle ich die Frage, wie kommt es, dass wir, wenn alles stimmt und wir eigentlich glücklich sein könnten, trotzdem schlechte Laune haben? Da sagte eine ältere Dame in der dritten Reihe, ich glaube es war in Zwickau, da ärgern wir uns, dass wir nichts finden, worüber wir uns ärgern können. Das fand ich absolut genial. Habe ich gedacht, ich nehme sie gleich mit auf Tournee. Das ist ganz wunderbar. Eine andere Stelle war, auch in Anknüpfung an dieses Lied, wo es heißt, das letzte Hemd ist taschenlos und den Jordan überschreiten wir ohne Mittel, nackt und bloß und ohne die Habseligkeiten. Das ist eine der spannendsten Fragen, doch die ist, was kommt nach dem Tod? Ich stelle die Frage in den Raum und hörte aus dem Mittelschiff eine Männerstimme antworten, nüscht. Habe ich zu ihm gesagt, da habe ich eine gute Nachricht für Sie. In fast allen Religionen gibt es eine Vorstellung davon, was nach dem Tod kommt. Mein Freund Fabian Vogt hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt, die 100 Dinge, die Sie unbedingt machen sollten, wenn Sie einmal gestorben sind, ein kleiner Reiseführer durch das Jenseits. Und auch wir Christen glauben ja an einen Ort, an dem Gott abwischen wird alle Tränen, ein Ort, den wir Himmel nennen. So gibt es wunderbare Witze über den Himmel. Man sagt zum Beispiel, dass an der Himmelspforte gäbe es zwei Tore. Vor dem einen Tor müssen sich all die Männer aufstellen, die ihr Leben lang unter dem Pantoffel ihrer Frau standen. Und vor dem anderen Tor sollen sich all die Männer aufstellen, die nicht unter dem Pantoffel ihrer Frau standen. Vor dem ersten Tor eine Riesenschlange, vor dem zweiten Tor steht ein Einziger. Das interessiert natürlich den Petrus. Er geht hin, macht oben die Klappe auf und fragt, und was willst du hier? Meine Frau hat gesagt, ich soll mich hier anstellen. Ja, der war aus Hamburg. Es gibt eine wunderbare Legende aus Schottland,
die beschreibt, wie Jesus sich mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden im Himmel wieder trifft und sie feiern ein Fest. Da saßen wir beisammen, vereint der harte Kern, und feierten im Himmel das Abendmahl des Herrn. Alle waren gekommen und sahen glücklich aus. Da hörten wir beklommen, jemand streicht ums Haus. Jemand streicht ums Haus. Jakobus und Johannes und Petrus waren dabei. Es war ein buntes Treiben, wie in der alten Zeit. Die Zweifler und die Frommen trafen sich zum Schmaus. Da hörten wir beklommen, jemand streicht ums Haus. Jemand streicht ums Haus. Waren nun endlich integriert. Maria Magdalena hat sich initiiert. Sie hieß alle willkommen mit Lachen und Applaus. Da hörten wir beklommen, jemand streicht ums Haus. Jemand streicht ums Haus. Saßen wir zusammen und teilten Brot und Wein. Da hielt der Heiland inne und wandte plötzlich ein. Alle sind gekommen, nur einer steht noch aus. Da hörten wir beklommen, jemand streicht ums Haus. Jemand streicht ums Haus. Jesus war aufgesprungen, er eilte aus dem Haus und rief die frohe Botschaft in die Nacht hinaus. Mensch, Judas, sei willkommen, ich sag es frei heraus, dies Fest wird erst vollkommen mit dir in unserem Haus. Gnade mit Judas, Barmherzigkeit mit Judas, der ja einer der 12 Jünger war und der in die Geschichte eingegangen ist als der Jünger, der Jesus verriet. Aber Judas war natürlich viel mehr. Judas war der Schatzmeister der Jünger, der Anselm Grün der Jünger. Anselm Grün war ja Zellerer seines Klosters. Einer, dem Jesus sicher mit am meisten vertraut hat. Und einer, der
auf seine ganz eigene Weise Jesus besonders ernst genommen hat. Im Kreis der Jünger ist ja das abgebildet, was wir alle in uns tragen. Jeder und jede von uns trägt in sich eine schwärmerische Seite. Dafür steht der Jünger Johannes oder die Jüngerin Maria Magdalena. Jeder und jede von uns kennt Zeiten, wo wir uns zu weit aus dem Fenster lehnen und Dinge behaupten, die wir so nicht einhalten können. Dafür steht unter anderem der Jünger Petrus. Jeder und jede von uns kennt Zeiten des Zweifels. Dafür steht der Jünger Thomas. Und natürlich trägt auch jede und jede von uns den Judas in sich. Haben wir Dinge weitergesagt, die wir nicht hätten weitersagen sollen, haben wir andere verraten, indem wir etwas verraten haben. Gnade mit Judas, wenn ich möchte, dass mit mir gnädig umgegangen wird. Denn Jesus sagt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Thank you.
zwischendurch mal die Gitarre stimmen. Dieses Kreuz, vor dem wir stehen, setzt ein Zeichen in die Welt, dass ich, auch wenn wir es nicht sehen, Gottes Geist zu uns gesellt, uns bestärkt in schweren Zeiten, trostvoll uns zur Seite steht und bei allen Schwierigkeiten unseren Kreuzweg mit uns geht. Dieses Kreuz, auf das wir sehen, es erinnert uns daran, wenn wir denken, wir vergehen, fallen wir in Gottes Hand. Solchen Grund kann niemand legen, niemand stieg so tief hinab. Und am Ende aller Wege auferstand er aus dem Grab. Dieses Kreuz will uns beleben, deutet in die Ewigkeit. Und im Glauben spüren wir eben einen Hauch Unendlichkeit. Nicht der Tod ist mehr das Ende, es geht weiter ganz gewiss. Und das Kreuz steht für die Wende, dass die Liebe stärker ist. Und das Kreuz steht für die Wende, dass die Liebe stärker ist. Ein Liedtext, der im Moment nicht so ganz leicht umzusetzen ist. Aufstehen, aufeinander zugehen. In Zeiten, wo wir Abstand halten, sind aber die sozialen Netzwerke eine wunderbare Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben. Aufstehen, aufeinander zugehen und
von allein. Dass aus Nachbarn Freunde werden, dafür setzen wir uns ein. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Noch ein kleiner Text aus dem Buch. Ich liebe unser Land. Deutschland ist ein schönes Land. Die verschiedenen Regionen zwischen Flensburg und Oberstdorf, zwischen Stralsund und Emden, zwischen Görlitz und Köln, die Auen, die Seen, die Hügellandschaften. Deutschland ist ein schönes Land. Jedes Jahr sind wir bundesweit unterwegs zu 100 Konzerten und wir genießen es, einzutauchen in die regionalen Besonderheiten der jeweiligen Region. Die kulinarischen Köstlichkeiten, die Getränke, die Bräuche, die Trachten. Deutschland ist ein schönes Land. Deutsche Pass ist der zweitmächtigste Pass der Welt. Mächtig deshalb, weil wir mit diesem Pass, zumindest außerhalb von Corona-Zeiten, in 149 Länder dieser Welt reisen können, ohne ein Visum. Warum ist das so? Die Mächtigen und Regierenden dieser Länder wissen, wir wollen nicht bleiben. Ich habe mir erlaubt, auf die Melodie unserer Nationalhymne mir meinen ganz eigenen Reim zu machen. Dieses Land, in dem ich lebe, ist ein wundersamer Ort. Es gibt wirklich hier Regionen, da verstehe ich kein Wort. Wenn die Friesen Plattdeutsch reden, und der Schwabe Schwäbisch schwätzt. Schätze, liebe ich doch jeden, der nicht gegen andere hetzt und mit seinem Tun und Reden aufbaut, niemanden verletzt. Dieses Land, in dem ich leben möchte, ist dazu bereit, jene Menschen aufzunehmen, die geflohen sind aus dem Leid, dass in ihre Heimatstaaten einfiel wie ein Alporkan. Auch wir wurden einst verraten und verkauft dem Nazi-Wahn. Waren die, die damals baten um Asyl in fremdem Land. In dem Land, in dem ich wohne, leben wir in Frieden nun schon seit über 70 Jahren. Darum lasst uns alles tun, diesen Frieden zu bewahren und auch denen zuzuhören, die in immer größeren Scharen wütend diesen Frieden stören. Denn die Wut birgt mehr Gefahren, wenn
wir den Kontakt verlieren. Denn die Wut birgt mehr Gefahren, wenn wir den Kontakt verlieren. Deshalb bleibe in Verbindung. Bleibe in Verbindung, sei ganz bei dir selbst. Es ist nicht so wichtig, was man von dir hält. Du musst nicht perfekt sein, dem sei stets verbunden, der dich liebt und tragen wird durch die Lebensrunde. Du hast dir viel auferlegt, strengst dich ziemlich an. Vieles, was du sorgsam pflegst, hindert dich daran, das zu leben, was du spürst, einfach du zu sein. Sieh dies Leben, das du führst, friert die Sehnsucht ein. Bleibe in Verbindung, sei ganz bei dir selbst. Es ist nicht so wichtig, was man von dir hält. Du musst nicht perfekt sein, dem sei stets verbunden, der dich liebt und tragen will durch die Lebensrunde. Oftmals bist du außer dir, grundlos schlecht gelaunt, stehst dann scheinbar neben dir und bist selbst erstaunt, dass du dich nicht freuen kannst an dem, was du hast. Atme, spüre ganz entspannt, dass du nichts verpasst. Bleibe in Verbindung, sei ganz bei dir selbst. Es ist nicht so wichtig, was man von dir hält. Du musst nicht perfekt sein, dem sei stets verbunden, der dich liebt und tragen will durch die Lebensrunde. Er ist Kontakt in alle Welt, digital präsent, weil es dir so gut gefällt, wenn dich jeder kennt. Doch verlier dich nicht darin, sonst bleibst du allein. Sei verbunden auch mit dem Urgrund allen Seins. Bei dir selbst. Es ist nicht so wichtig, was man von dir hält. Du musst nicht perfekt sein, dem sei stets verbunden, der dich liebt und tragen wird durch die Lebensrunden. Bleibe in Verbindung. Der amerikanische Franziskanerpater Richard Thor hat einmal gesagt, you don't need to be perfect, but be connected. Du musst nicht perfekt sein, aber sei verbunden mit den Menschen, mit denen du zusammenlebst, mit denen du zu tun hast, die du liebst, mit denen du arbeitest. Daraus ist der Titel dieses Albums und dieses Songs entstanden. Wir möchten uns verabschieden mit noch zwei Liedern. Ein Lied heißt Die schöne Traurigkeit und dann das Segenslied Sei behütet. Ich muss hier zwischendurch immer wieder mal die Gitarre stimmen. Immer wenn ich neue Saiten aufgezogen habe, ist meine Gitarre verstimmt. Ich habe dafür viel Verständnis. Früher, wenn mein Vater zu mir sagte, da müssen wir mal andere Saiten aufziehen,
war ich anschließend ebenfalls verstimmt. Traurigkeit, die in manchem Lied erklingt, das zu vorgerückter Zeit ein Akkordeon zärtlich singt. Sie lässt mich an diesen Tagen, wenn ich grundlos traurig bin, nach dem Grund von allem fragen und nach Spüren deinem Sinn. Lei, 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 lei. Diese schöne Traurigkeit habe ich auch schon erkannt, wenn in der Vergangenheit ich vor manchem Bildnis stand. Irgendjemand fand die Farben, fand den Pinsel und den Strich. Für lohnende Lebensnarben, Freudentränen im Gesicht. Lei, 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 lei. Traurigkeit, die in manchem Glas erglüht, sie erinnert an die Zeit, in der einst alles erblüht. Ach, die vielen schönen Tage, wo sie wohl geblieben sind, die Antwort auf die Frage ist blowing in. Lei, 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 lei. Diese schöne Traurigkeit lege ich in deine Hand, denn dein Herz ist sanft und weiß. Dir unbekannt. Du freust dich an meinem Lachen, du teilst mit mir das Leid, verstehst selbst solche Sachen wie die schöne Traurigkeit. Lei, 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 lei. Das wird nichts mehr. Das machen wir jetzt nur mit Keyboard. Ja, wir sind am Ende unseres Konzertes angekommen.
Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank hier auch an die Klinik für das Möglichmachen dieses Konzertes, das wir sehr gerne gespielt haben zum 166. Jubiläum dieser wunderbaren Einrichtung hier. Wir freuen uns, wenn ihr auch die Bücher und die CDs bestellt. Bleibe in Verbindung heißt die aktuelle CD und auch das Buch dazu kann man bestellen. Einfach mal googeln unter meinem Namen Clemens Bittlinger. Wir haben einen eigenen Verlag, der heißt Sana Sound. Da kann man auch unsere CDs und Bücher bestellen, auch Instrumental-CDs von David Plüss. Gerade in diesen Zeiten freuen wir uns, wenn ihr davon Gebrauch macht und auch uns auf diese Weise auch unterstützt. Wir bedanken uns herzlich. Tschüss, macht's gut, sei behütet auf deinen Wegen. Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht. Mitten in der grauen Alltagswelt, die sang und klanglos mich beengt, höre ich ein Lied, das mir gefällt und das mir Perspektiven schenkt. Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht. Manchmal, wenn ein Tag zu Ende geht und die Nacht durch alle Ritzen dringt, spüre ich den Wind, der uns umweht und diese Zeilen mit sich bringt. Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht. Immer wenn wir auseinander gehen, spür ich Trauer, fühle ich mich allein. Und bis wir uns einmal wiedersehen, sollen die Worte dein Begleiter sein. Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wahrheit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.